Hallo liebe Minecraft-Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Runde hier auf Skybounce. Yippie! Zuerst einmal etwas Wichtiges bezüglich der Community-Insel. Das werde ich jetzt einfach mal zuallererst zeigen. Und zwar gibt es, wartet kurz. Okay, hat niemand bemerkt, was ich gemacht habe, war aber sehr wichtig. Und zwar ist diese Community-Insel bereits erstellt. Und dabei vielen, vielen Dank an Doppelbämme. Sein Kanal ist jetzt auch hier oben verlinkt. Er macht auch YouTube, könnt ihr mal vorbeigucken, wenn ihr wollt. Ich gehe jetzt einfach mal hier zur Community-Insel. Und ihr seht, der Necromanz Community ES. Geht man hin, die ist richtig schön. Denn hier Geschenke für die Community-Insel, die ist jetzt leer. Und ansonsten habe ich hier schon ein bisschen was vorbereitet. Ich habe hier einerseits Bäume gepflanzt. Der Baum war schon da. Und dann hier diese Kiste ein wenig gefüllt. Und zwar sind hier sehr viele Anfangssachen drin. Einmal Lava-Eimer für einen Generator, Wassereimer, insgesamt ein Stack Holz, 4 Stacks Kohle, Setzlinge, Sugar Cane und alles mögliche, was man für den Anfang und für die ersten Challenges braucht. Für den Fall, dass Leute dabei sind, die hier erst begonnen haben. Außerdem sind 2 Pigspawner da, dass man hier auch zu essen hat. Ich hoffe einfach mal, beziehungsweise ich gehe einfach davon aus, dass die Leute, die auf die Community-Insel kommen, damit auch ordentlich umgehen. Und wenn ihr jetzt Bewerbung habt, also wenn ihr hier drauf wollt, dann schreibt in die Kommentare einmal euren Minecraft-Namen, dann natürlich, warum ihr hier drauf wollt und worin ihr besonders gut seid, zum Beispiel Redstone-Maschinen bauen oder PvP und gerne auch, worin ihr nicht so gut seid. Und dann versuche ich das nämlich so rauszupicken, dass die Leute auf der einen Insel, oh, ich hab das Blatt kaputt gemacht, oh nein, dass die Leute hier auf der Insel möglichst gut zusammenpassen und ein gutes Team haben, also dass so PvP und automatische Farmen und Schönbauen sich ausgleicht. Und es wird, sofern ich weiß, auch noch weitere Community-Inseln geben, also es bleibt nicht bei einer, wenn es werden mindestens 2, wenn ich Glück habe, sogar bis zu 4, also wenn ihr jetzt nicht dabei seid, seid nicht traurig. Es werden auf jeden Fall noch weitere Inseln aufgemacht. Also, ja, schreibt mir das jetzt hier in die Kommentare. Ich pick mir den raus. Und ein paar Leute, die sind auch bereits drauf. Das werde ich mal schnell vorlesen. Und zwar sind das die Leute, Insektosaurus 37 haben, Lukeman 003, dann, Reaction, nur halt ein bisschen anders geschrieben, kann ich jetzt nicht richtig aussprechen, weil es halt so komisch ist. Nock FNA, Tricky Hotdog TVT und Chaos Jonas Jones. Ja. Und diese Leute, das sind die, die definitiv schon auf der Insel drauf sind, die ich da mit reinnehme. Ansonsten natürlich auch alle anderen Leute, die auf meiner Insel sind, dass sie immer mal nach dem Rechten gucken können hier auf der Community-Insel und gegebenenfalls Geschenke vorbeibringen können. Und ich würde sagen, alle Leute, die jetzt genannt wurden und denen ich in den Kommentaren schreibe, dass sie auch dabei sind, die sollten um einen Zeitpunkt, den ich in den Kommentaren noch vermerke, hier auf diesem Server online kommen, damit sie hier auf die Insel geaddet werden können. Das wäre nice. So, und jetzt kommen wir zu einem anderen Teil, damit das mit der Community-Insel jetzt erst geklärt ist. Ich hoffe, wenn ihr gut so weiter, kommen wir dann, ihr seht ja, Schiff Alkohol gewonnen, der wird ja das Geld ab. Darum dachte ich mir, hey, gönnen wir uns einfach den zweiten Alkohol-Spawner. Darum habe ich mir meinen zweiten Alkohol-Spawner gekauft. Ich mache schnell eine Building-Lücke. Das stecke ich mich hier hoch. Das ist eine dieser Reaction, von dem ich nicht wusste, wie es ausgehen soll. So. Ansonsten würde kommen, muss ich mal weiter. So. Jetzt mache ich uns nicht wieder den Fehler, dass ich das hier platziere, sondern das hier. Genau. Und das ist einfach Bug. Das ist echt mies.
sein, aber ich habe übrigens schon so den Vorschlag gemacht, bei Get Down gibt es ja diese Lucky Blocks und da gibt es Negativeffekte, dass es da einen Negativeffekt gibt, der heißt Skybounce. Passiert folgendes, du immer wenn du springst, wachst du zurück und irgendwann fällst du einfach runter, weil du einfach runtergewachsen bist. Was hier die Leute verstehen, hören sie auch auf Skybound. Okay, dann haben wir jetzt zwei Ironwoods, die jetzt doppelt so schnell Eisen produzieren. Okay, das sieht ungesund aus. Egal, sie produzieren schön weiter Eisen. Und mal gucken, ob man das jetzt merkt. Ich finde es auch gut, dass die Eisenbullets sich nicht snacken, denn so können die gleich verbrennen. Und ich denke, ich will noch, dass Ember uns die Lava auch wegnehmen kann. Denn der Kamera die Schwert da sehr viel schön hoch hat. Und das Licht. Anders auf die Einmal ist es ein Generator, komme ich gleich. Dann sind meine Copy-Generator weg. Das liegt daran, weil die Polygon-Quellen gepatcht wurden sind, die ich gebaut habe. Das hat nicht mehr funktioniert. Da gibt es eine andere, die effizienter ist. Aber jetzt erstmal Info, ihr seht, da ist ein bisschen Fleisch drin. Und wie das zusammenkommt, beziehungsweise zusammenkam, zeigt euch hier, dass wir dann automatisch Schweine haben. Immer wenn ihr Schweine habt, so werden automatisch runtergeladen. Kommt dann ein bisschen Reiner, dann kann ich dann noch nicht entdeckt. Und hier kommt Schweinefleisch rein, wird nach oben transportiert. Hier macht es was rein. Es wird hier in der Geschwindigkeit transportiert. Und weil es hier Lava gekommen sind, wird es auch bereits gebraten. Und seht ihr hier, im Wasserkorb kommt das Schweinefleisch an. Frisch gekühlt, frisch gebraten, frisch gekühlt, schön leckeres Schweinefleisch. Und wie gesagt, es kommt dann hier in diese Kiste rein. Da kann man sich das dann rausnehmen. Das funktioniert vollautomatisch. Das Nice ist, wenn man jetzt hier an diesem Cobble-Generator steht, der funktioniert so richtig krass, kann ich mal zeigen. Diese Reihen werden halt wirklich so richtig schön rein, weil es da geschoben und der ist so okay, dass es nicht hier ist, um ihn komplett abzubauen. Es geht einfach nicht. So. Aber wenn man jetzt hier steht, vorhin bei den Schweinen, bei den Iron Golems. Und darum, ja, das ist einfach richtig cool. Außerdem eine Lage, wo wir jede Menge Zeug drin haben. Ich hab's hier erstmal gezeigt, wisst. Ja, wir haben 18 Stacks Glas. Der ist sehr, sehr wertvoll. Und ein bisschen was an Quarz. Und das Quarz kommt von meinem Haus, denn ich möchte ein Glasboot bauen. Das heißt, es ist eine fliegende Insel. Dieses Gerüst wird einmal eine Sugar Cave haben. Das heißt, es wird komplett eine Sugar Cave von unten gebaut. Und ich hoffe mal, dass das ordentlich effizient wird, dass man so etwa 200.000 bekommt. Wenn man also mindestens 200.000 bekommt, wenn man einmal abwendet. Aber ja. Ansonsten sind wir noch genug Cobblestone. Effizient ist. Wie gesagt, was können wir jetzt machen? Bauen oder wollen? Das ist jetzt nicht an. Das ist natürlich bauen. Ja, das ist ein Generator. Ganz voll. Gewählt wird, also ich lasse das jetzt hier so ganz wild hin und her scrollen. Wenn ein Stone Slab gewählt wird, dann heißt es die Wurde. Wenn ein Ziegel gewählt wird, dann heißt es bauen. Und wenn ein Schwert gewählt wird, dann heißt das Video wird jetzt beendet und wird ein sehr kurzes Video. Darauf esst jetzt das Ganze. Und dann wünsche ich euch viel Glück. Das geht los. Ich drücke mal F1. Ich merke ja dann, wenn mein Mausrad verstopft ist. Immer noch? Immer noch? Okay.
Okay, jetzt hat es angehalten und es ist ein Steinziegel. Das heißt, wir gehen jetzt gleich etwas bauen. Ich überlege mir mal was und bis gleich. Ach ja, eine Sache noch, das hat man bestimmt schon gesehen im Video. Ich bin gerade dabei, ein fettes Opening zu planen, wo ich versuche, etwa einen Stack von den Runen zusammenzubekommen. Und ich habe hier schon mega krasses Zeug bekommen. Also neben 16 Runen, 9 von den Legendary Relics und 2 Immortal Stones. Die Immortal Stones, die sind richtig, richtig krass. Neben denen habe ich halt auch die 16 Runen. Und die 16 Runen, ja, die werde ich dann irgendwann öffnen zum Opening. Aber da muss ich noch ein bisschen sparen. Ich habe jetzt so ein bisschen überlegt, hey, was könnte man denn so Nices bauen? Wie wäre es denn mit dem Beginn meines Hauses? Obwohl, nee, ich wollte ja einen fliegenden Gast machen. Das heißt, ich brauche dann Orb of Fly für, damit ich rumfliegen kann hier auf der Insel. Vielleicht beginne ich mit dem Lager. Ach nee, das Lager wollte ich ja mit Piken bauen. Das würde vermutlich ein bisschen aufwendig werden. Baue ich doch mal eine kleine Baumfarm. Genau, das werde ich jetzt tun. Ich werde dort hinten hin eine kleine Baumfarm klatschen. Nach dort. Einfach nur da, so dass da Bäume wachsen. Und ich möchte das Ganze mit Prismarinen bauen. Beziehungsweise teilweise Prismarine bauen. Darum place ich jetzt hier mal diesen schönen Prismarinen-Spawner Level 5. Das heißt, der spawnt 100 Prismarine. Und warte, bis der was gemacht hat. Ah, der liebe Bertoll. Oder, ja, ich denke mal, spricht man so aus. Hat mir gerade einen Prismarinspawner gegeben, denn er braucht ihn nicht mehr, kann ich verstehen. Ich habe meine früher auch immer verschenkt oder für totale billige Preise ins AH gestellt. Also hier vielen Dank an dich. Dankeschön, ich platziere ihn jetzt und habe dann noch mehr für mein Video. So, ein paar Merkwürdigkeiten sind hier von sich gegangen. Ich hoffe mal, dass das an den Lags liegt oder ich war einfach zu inkompetent, richtig zu lesen. Und zwar hatte ich ja zweimal einen mit 30 Prismarinen, zwei Spawner mit 30, die habe ich noch gekauft gehabt, während ich nicht aufgenommen habe. Und dann hatte ich zwei 100er. Das hier sind 100, das sind 100. Und jetzt habe ich aber dann hier nochmal 100, nochmal 100 und nochmal zwei mehr bekommen. Da gibt überhaupt keinen Sinn, keine Ahnung, aber ich habe jetzt schön viel Prismarinen. Und während ich den Baum verbaue, kommt ein absoluter Experte zum Thema schön und nice aussehend bauen. Das ist der liebe Piken. Der ist jetzt mit ihm auch auf den S. Auf TS. Hallo. Und er bereitet gerade irgendwie das Zeug auf, was ich für das Opening gerade habe. Ey, tu das wieder rein. Und ihr seht Alles schon, ist drin, oh nein, dass danke. der Server restartet wird. Ich habe auch noch eine Rune bekommen, so by the way. Und ich würde sagen, wie wollen wir das bauen? Wieder so im selben Style wie alles, oder? Weißes Glas noch dazu nehmen. Ja. Erde brauchen wir ein bisschen. Hast du Erde? Nein, nicht. Ja, okay. Wollen wir gleich die Baumfarm nach einem bestimmten Thema bauen? Ich würde sagen, sie sollte baumig aussehen. So habe ich das nicht gemeint. Ich würde die gerne hier so hinbauen. Machen wir zuerst mal einen schönen breiten Weg hin. Das heißt, hier geht der Weg hier unten los. Das heißt, das machen wir bei der Baumfarm auch, bei der Baumfarm auch so. So, zack, weg mit dem Gitter. Weg hiermit, weg damit. Oh nein, noch 5 Minuten. Wo bist du eigentlich gerade? Ich bin gerade an der Treppe am Spawn. Oh Gott, es leckt so stark. Nein, bei mir auch. Ich lebe gerade in der Luft. Jetzt falle ich runter. Also die Lags sind auf dem Server seit den letzten Tagen echt abnormal geworden. Ist richtig schlimm. So, warte mal gucken. Erstmal ein kleiner Weg. Zack. Zack, zack. Kannst du hier eine Treppenstufe besorgen, die du hier so hinpacken kannst? 2 Stück brauchen wir. Müssen in der Kiste müssen eigentlich welche sein. Yay! Ich bin runtergefallen. Also ich muss sagen, das Bauen macht so bei diesen Lags richtig Spaß, genauso wie PvP. Wo sollen die Treppenstufen? Eine hier hin, ja. Und warte, eine hier hin. Also, dass man dann hier so einen Weg nach unten hat. Lol, wie es einfach zurückbackt. Ach, ja, ich hab dich gerade Boah. stehen sehen.
Und ich halt. Gefragt, wie er denn? Also, jetzt wo? Hierhin, da und da. Genau. Genau. So, dann ist das hier jetzt schon mal der Weg zur Baumfarm hin. Brauchen wir noch Gelände. Magst du das Gelände bauen? Okay. So, zack, zack. Ach, das wird schon irgendwann noch werden, hoffentlich. So, wenn der Server restartet, dann kannst du drauf zugreifen, so. Du wirst gekickt. Jetzt. Oh, da hat sich die Werkbank geöffnet. Das ging aber schnell. Ach nee, warte mal, das hatten wir hier drüben anders gemacht. Da war das noch eins tiefer. Genau. So, was mit den Lampen passiert, weiß ich noch nicht. Aber so, jetzt haben wir hier erstmal den Weg. Das müssen wir hier drüben, glaube ich, auch nochmal besser bauen. Einmal das hier, der Weg nach unten, da gefällt mir noch nicht so richtig. Und, ja. Ansonsten, hier vorne kann jetzt diese Grasfläche hinkommen. Und ich möchte aber, dass das hier ein bisschen mit dem Prismarin umrandet wird. Das heißt, machen wir es mal so hier. Was hältst du davon, wenn ich den Weg so mit dem und dem hier abwechseln? Vielleicht. Weiß ich nicht, ob das gut aussieht. Tja. Kannst du mal ganz viele von diesen Stone Slabs craften? Diese hellen da? Oh Gott, diese Lags sind so krank. Also der Server-Restart ist echt notwendig. Ja, das sieht nice aus. Du arbeitest gerne mit Blättern, oder? Ja. Jetzt, wo ich einmal 30 Bäume gefällt habe. Wir haben ja dann auch bald eine schöne Baumfarm, da kannst du noch mehr Bäume fällen. Nur kann ich vielleicht meine Axt bei das Level 10. Ich habe sie hier getroppt. Was getroppt? Ah, da. Das waren. Doch, das sind die richtigen. Sehr gut, dankeschön. Übrigens auf den Prismarinen nicht bauen, gell? Will ich nur mal so schnell sagen. Ja. So, jetzt mal zählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, oder halt nicht. Alles klar. Okay, also das sah wieder mal richtig toll aus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, ja, ich hatte mich nicht verzählt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dann zack, zack. Jetzt nach hinten stecken. Okay, ich habe noch 17 Sekunden. 16, 15. Ja, also eigentlich habe ich noch so viel. 10. Achso, es sind nur noch 6 Sekunden. Okay, das ist natürlich gut. So, bis bald, Leute. Okay, ich dachte mir so, da es am Anfang auf dem Server mal total toll ist, nehme ich das auch mal auf, denn diese Anfangslags, die sind auch immer richtig krass. Ich meine, guckt euch das an, wie die hier alle drinnen rumklitschen. Ich gehe mal zurück zur Insel. Die mal gesehen haben. Ja, die sind echt, echt spitze. Total toll. Ah, der Venonat ist auch wieder online. So, ich hoffe, es geht jetzt wieder ein bisschen. Piken, kannst du mal bitte hier mit den Stone Slabs dann diesen Weg hier weiterführen, also hier lang? So, immer außen rum umranden. Dankeschön. Ich habe übrigens gerade mit Piken erzählt, zum Design von dieser riesigen Zuckerrohrfarm, die gerade am Entstehen ist, habe ich mir... Ach nein, stimmt, das habe ich vorhin schon erzählt. Aber ich muss mir halt auch nochmal erzählen. Ich müsste jetzt doppelt hören. Das soll so ein bisschen im Nether-Design sein, das heißt, die Wände werden so mit Netherrack und Glowstone und so verkleidet, alles so ein bisschen durcheinander gemacht. Und dann sollen da aus Quarz ganz viele kleine fliegende Ghasts hingepixelt werden. Weil halt Ghast, der Nekromant, das ist cool. Mein Skin und so. Ja, das ist so der Plan dafür. Und ich habe vor, auf das Dach davon, sofern das möglich ist, so einen Paper Schematik für eine Netherwarzenfarm zu machen. Kennst du das?
Okay, das sieht richtig nice aus. Richtig nice. Das ist. Stehen die Pläne für dein. Für mein Haus? Haus eigentlich noch? Ja, du leckst gerade ein bisschen. Egal. Und zwar habe ich vor, eine fliegende Insel zu bauen in mein Haus. Und diese Insel soll ebenfalls voll mit Gas drumherum sein, weil halt Gas so mit meinem Skin sehr gut zusammenpasst. Für alle, die es nicht wissen, mein Skin ist inspiriert von einem Ghast. Wollen wir jetzt hier noch so ein bisschen höhere Schichten? Weiß ich nicht. Wollen wir das? Wollen wir das? Und also dahinter dann vielleicht noch Fische oder so. Also ich hätte jetzt vorher hier unten erstmal, also hier, das hier abzubauen. Hier kommt noch ein normaler Block hin. Jetzt sind mit Stufen nach unten zu gehen. Das heißt, hier sind noch Stufen, genau. Ansonsten muss ich mir nochmal welche craften. So. Dass wir jetzt hier so eine Treppe nach unten bauen. Auf der kompletten Ebene. Meinst du das so? Ah, du bist auch gerade runtergefallen. Weil es geleckt hat? Fragezeichen? Ja, durchaus. Nein, eigentlich nicht. Okay. Also, ich habe mich aus Versehen. Also, das sind ja so Slabs gewesen. Und die waren ja nach verschiedenen gelaufen, weil ich gerade gesneakt hatte und. Okay. We'll be right back.
Unsere Baumfarm ist jetzt größtenteils ziemlich fertig. Also mit größtenteils ziemlich fertig meine ich, es fehlt praktisch nur noch so ein bisschen Feinschliffzeug. Während Habnur Skill unsere Kisten sortiert hat, auf jeden Fall richtig nice, haben wir das hier gebaut und es sieht jetzt schon richtig geil aus. So mit überall Blättern und so. Warte, von hier oben sieht man das besser. Hier, so ein kleines geiles. Also dieses Dach hier, das ist so geil. Das ist so schön mit viel Detail. Hier dann so ein kleiner Rahmen drumherum. Und in der Mitte so ein Springbrunnen. Den Springbrunnen werde ich demnächst mal noch erweitern. Der wird sich so nach oben aufhalten und dann wird oben drin ein Topf mit einer riesigen lilanen Flamme aus Glas gebaut werden. Ansonsten habe ich hier Setzlinge von allen möglichen Sorten. Fichte, Eiche ist dort vorne schon gewachsen. Alles klar, wie es nicht wächst. Ach so, es ist vermutlich zu dunkel. Ich bleibe hier nur mal ganz schnell provisorisch eine Lampe hin. Birke? Hä? Was geht denn hier gerade? Warum wächst das alles nicht? Der, alles klar, wie groß der gewachsen ist. Ja gut. So, jetzt laggt es gerade wieder. Ihr habt bestimmt schon gesehen, wir hatten mit extremen Lags zu kämpfen. Geh mal weg, geh weg, geh weg. Geh weg. Okay, ich habe jetzt ein Stack Bone Meal verbraucht. Kein Plan, warum der nicht wächst. Tja. So, der Baum ist jetzt halt ziemlich groß geworden. Egal. Und ich will jetzt noch ein was probieren, beziehungsweise beende ich jetzt erstmal hier die Folge an der Stelle. Ist extrem lang geworden. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Der Zeitraffer hat sehr viel Arbeit in Anspruch genommen. Wenn ihr mich supporten wollt und zeigen wollt, dass ihr es gut fandet, dann lasst doch mal einen Like da. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis denne. Ciao, ciao.